Herzlich willkommen, Bertrand Loison. Vielen Dank, dass du den Weg nach Bern gefunden hast. Bertrand Loison ist Vizedirektor des BFS, Bundesamt für Statistik, in Neuchâtel. Er ist Abteilungsleiter der Abteilung Datenwissenschaften, KI und statistische Methoden. Ich würde sagen, Bertrand Loison ist die perfekte Person, um über KI in der Verwaltung zu sprechen. Er ist auch Schweizer Vertreter im UNO-Expertenkomitee für Big Data und Data Science. Er ist auch in verschiedenen anderen Gremien, insbesondere auch verantwortlich für das Kompetenznetzwerk Künstliche Intelligenz der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Bertrand wird heute zu uns sprechen über KI in der Verwaltung, Anwendungen, Herausforderungen heute und morgen. Wir sind sehr gespannt. Vielen Dank. Danke. Gut. Wie gesagt, ich werde auf Deutsch sprechen. Meine Muttersprache ist Französisch, aber es sollte nichtsdestotrotz klappen. Ich habe 20 Minuten, um mein ziemlich komplexes Thema anzusprechen. Ich möchte aber beginnen mit, wir können sehr viele Artikel lesen über KI. Wir werden heute unter verschiedenen Blickwinkeln KI anschauen und für mich ist es wirklich ein Anliegen, dass wir auch ein bisschen nicht nur die technischen Aspekte berücksichtigen, aber auch die Auswirkung von KI auf unsere Gesellschaft generell. Man hört sehr viel über das Potenzial von generativer AI oder aber auch das Gefahr für die Stellen, der Arbeitsmarkt. Ich würde wirklich stark empfehlen, diese Artikel zu lesen, wenn Sie 10 Minuten Zeit haben. Das ist ein ganz anderer Blickwinkel über generative AI. Das ist in Englisch, ungefähr 6 Seiten. Und Sie werden sehen, wie Sie den Vergleich machen mit Gutenberg und der Bibel. Mehrere Jahrhunderte. Was ist das Potenzial schlussendlich und wie könnte es einen Einfluss haben auf unsere Gesellschaft? Gut, jetzt was haben wir innerhalb der Bundesverwaltung gemacht? Back in 2019, Sie wissen es, der Bundesrat hat einen Expertenbericht bestellt und da wurde, vielleicht einige von Ihnen wurden haben auch mitgearbeitet. Es war ein bisschen eine Standortbestimmung, wo stehen wir in der Schweiz, was müssen wir tun, müssen wir etwas überhaupt tun, ja, nein. Und es gab für alle Bereiche Energie, Landwirtschaft und so weiter, hat man wirklich das im Detail angeschaut. Und für die Verwaltung gab es auch ein Kapitel. Nun, was ist geschehen seit Dezember 2019? Es gab 2 Maßnahmen. Erste Sache, das ist ein Baseline, ich werde kurz das präsentieren, das ist diese KI-Leitlinie für den Bund. Ich werde kurz erklären, was es ist. Der Bundesrat hat aber auch einen zweiten Auftrag erteilt. Er hat die Frage gestellt, wie sollten wir uns organisieren mit dieser KI-Geschichte? Also was wäre eine geeignete Form, vorwärts zu kommen, mit einem so vielseitigen Thema wie KI. Und deshalb ich gehe nicht in die Details, ich glaube, so viel ich weiß, ist es nicht publiziert worden, aber es gab eine erste Etappe mit 5 Varianten und dann hat der Bundesrat eine Variante ausgewählt und das ist schlussendlich diese Entscheidung, die zu einem Kompetenznetzwerk geführt hat. Was ist die Geschichte? Nun, was finden wir in dieser KI-Leitlinie? Das ist ein Orientierungsrahmen. Es wurde vom SBFI, also die Arbeit wurde vom SBFI gesteuert. Es gibt 7 Leitlinien und die gelten als Orientierungsrahmen für die ganze Bundesverwaltung. Das heißt, wenn man KI, also Algorithmen generell gesprochen, einsetzen will, haben die Amtsleitung die Verantwortung, das zu berücksichtigen. Und wenn Sie das lesen, Sie werden auch sehen, dass diese Leitlinien sagen ganz klar, dass es schon bestehende Gesetze gibt, zum Beispiel Datenschutz oder andere Gesetze, und dass sie immer noch Gültigkeit haben. Okay? Das ist eine wichtige Sache. Zweite Sache, das ist diese CNAI, KI-Kompetenznetzwerk. Das ist bei uns angesiedelt, aber wir machen das natürlich nicht alleine. Wir haben eine Begleitgruppe, eine Arbeitsgruppe mit der BK, das EDI, das Finanzdepartement, das VBS und so weiter und so fort.
Und wir treffen uns regelmäßig. Die Idee hier ist, Dienstleistungen anzubieten und die Öffentlichkeit zu informieren, über was geschieht innerhalb der Bundesverwaltung. Gut, ganz kurz, was machen wir? Ich werde nachher kurz zeigen, aber wir erarbeiten eine Terminologie. Es tut ein bisschen peinlich vielleicht, aber es kann helfen, wenn die Leute die gleiche Sprache sprechen, vor allem wenn es um KI geht. Wir haben auch ein Portfolio von der KI relevante Projekte und wir probieren ein Netzwerk aufzubauen. Jetzt möchte ich schnell kurz erklären, was ist die Idee hinter diesem Netzwerk. Das heißt, wir haben zum Beispiel einen Knotenpunkt Recht, Knotenpunkt Algorithmen. Es wird noch andere geben, Ethik, Infrastruktur und so weiter und so fort. Was ist die Idee hinter die Kulissen? Ist zu sagen, okay, zum Beispiel für den Knotenpunkt Recht. Wir haben die Region für Völkerrecht, wir haben natürlich die BJ dabei und das BAKOM, wie aber auch SATW. Also ich bin die Akademie für Wissenschaft. Und wir bünden die Kräfte rund um die Thematik Recht. Das heißt, wenn ein Amt ein Projekt starten möchte, anstatt dass er das von null beginnt, er kann diese Knotenpunkt fragen. Und hier haben wir die richtigen Leute. Es geht genauso für die Algorithmen. Wir machen das im BFS mit diesem Data Science Competence Center. Wir machen das nicht allein. Wir machen das mit den beiden ETA. Weil wir brauchen die natürlich und so weiter und so fort. Das ist die Idee. Voilà, das wurde gemacht. Dann, was ist KI? Man hat mich gefragt, vorher haben Sie sehr gute Erklärungen. Ich werde ziemlich schnell bekommen, was ist KI? Es gibt in dieser Definition, in dieser Terminologie, wir haben auch definiert, was KI ist und was KI ist nicht. Vielleicht ganz kurz, dass wir heute von der gleichen Sprache, gleiche Sache sprechen. Was ist der größte Unterschied zwischen der traditionellen Programmierung, vor 35 Jahren habe ich gelernt zu programmieren. Es gab eine Fachperson, diese Fachperson hat Fachregeln definiert, es wurde Art-Coding oder mit einer Rules Engine und am Schluss, bevor es in die Produktion ging, man hat das abgenommen. Es war klar, gehäkelt. Das ist die traditionelle Art mit ML-Modellen, was ist die Machine Learning-Modelle, was ist schlussendlich der große Unterschied? Also man konstruiert Algorithmen, gestützt auf, also mit der Unterstützung von Computern. Die Idee ist induktiv von den Daten zu lernen und man hat am Ende des Tages ein statistisches Modell. Man muss das einfach so sagen, es gibt keine, und es erlaubt zum Beispiel Klassifikation oder Vorhersagen. Das ist wirklich, und der größte Unterschied ist wirklich, dass der Mensch definiert nicht mehr wirklich die Regeln. Das ist wirklich der Grundsatzunterschied. Dann habe ich über generative KI zwei Slides, ich hoffe, das ist nach dem ausgezeichneten Vortrag von Paulina, werde ich das überspringen, es bringt nicht sehr viel. Ein anderes Konzept möchte ich trotzdem einführen, dass wir heute von der gleichen Sprache sprechen, das ist das GIGO-Paradigma, ich weiß nicht, ob Sie das kennen oder nicht, Garbage in, Garbage out. Gut, was ist das Prinzip? Wenn Sie schlechte Daten haben und das perfekte Algorithmen, am Ende werden Sie Garbage haben. Wenn Sie perfekte Daten, es existiert nicht, aber machen wir die Assumptions, die Hypothese, es gibt perfekte Daten, aber ein Garbage-Modell am Ende werden Sie Garbage haben. Und das ist die reale Welt. Es gibt curated Data, es gibt curated Models und trusted Results. Was heißt das jetzt? Zum Beispiel ChatGPT. Was sind die Daten? Was man weiß, das ist schlussendlich das ganze World Wide Web. Okay? Mit allen Bias, die Sie finden können in diesen Daten. Die Algorithmen ist GPT, das ist OpenAI, das ist in den US. Und es erklärt sehr viel am Ende des Tages. Die Antwort kann sehr gut sein für gewisse Fragen, vielleicht oh la la für gewisse andere Fragen oder wirklich schlecht. Und das Problem, das ist ein bisschen, dass wir wissen es nicht.
welche Daten effektiv genutzt nicht, ob es eine Hanking gibt bei der Qualität der Daten und wie das Modell schlussendlich aussieht. Ich habe ein Beispiel bei uns genommen, habe ich einfach, gebe ich zu, aber wir nutzen KI für AHR-Statistik. Das ist eine ganz andere Ausgangslage. Wir nutzen die Daten von SysTopo. Wir haben Vertrauen in unsere Kollegen, wir trauen die Daten. Wir nutzen das Conventional Neural Network als Modell. Wir haben das bei uns. Wir haben das parametrisiert und wir wissen, wie es funktioniert. Es gibt nachher zig Kontrolle und wir haben den Eindruck, dass wir die Daten und das Modell beherrschen. Es führt zu eine nächste Sache, das ist die Geopolitik von KI. Und für das erste Mal würde ich sagen, im Dezember letztes Jahr hat die EU und die US haben eine ziemlich wichtige erste Sitzung gehabt, um zu diskutieren über das Gefahr, die Grenzen von KI. Und ich hoffe, mit diesem Bild kann ich auch eine Botschaft geben. Und diese Botschaft ist, wenn man von diesen Algorithmen spricht, das haben wir in meinem Beispiel gesehen, es gibt auch die Frage von Digital Sovereignty, die eine Rolle spielt. Es kommt darauf an, wo die Daten sind, wo die Algorithmen sind, und das wird uns beschäftigen. Die zweite Sache, das ist vielleicht für Ihre nächste Konferenz, wie beschafft man solche Systeme? Also wenn vielleicht ein Teil in der Schweiz gemacht wurde, das Algorithmen läuft vielleicht in ein anderes Land, wie beschafft man das? Gut, wie ist KI genutzt beim Bund? Also die erste Sache, Sie können das finden, ne? Das ist jede 3 Monate aktualisiert. Wir führen eine Liste von KI-Projekten. Also die wichtigen KI-Projekte sind aufgelistet, das ist noch kein Register als solches, aber das ist dort, trotzdem machen wir das, wir probieren es sehr seriös zu machen. Es bringt Transparenz, Projektübersicht über was geschieht in der Bundesverwaltung. Alle Projekte sind aufgelistet mit zig Merkmale. Es geht von wer ist verantwortlich, über welche Daten, welche Algorithmen, was ist das Fachziel, schlussendlich, wieso macht man das am Ende des Tages. Das können Sie downloaden, das ist kein Problem. Wo stehen wir in der Tat? Also man sieht zurzeit, wir haben sehr viele Prototypen. Das heißt, wir haben noch nicht sehr viele, die in der Produktion sind. Ist auch in der Natur der Sache, würde ich sagen. Das heißt, es läuft einiges, aber sie sind auch die Departemente, die wo tätig sind. Sehr interessant, finde ich, ist, weil heute die Veranstaltung heißt KI. Und KI, also die Regel, die man hat bei uns, ist, es muss datenintensiv sein und das muss eine repetitive Charakter haben. Sonst, um wirklich über KI zu sprechen. Wenn man die Projekte wirklich ein bisschen seriöser analysiert, man sieht, dass ungefähr 42% aber wirklich diese Idee, eine Effizienzsteigerung zu haben. Die andere, das ist mehr Erkenntnisgewinn. Das wäre mehr, also insgesamt, wenn man die beiden nimmt, was ist Data Science? Teil von Data Science ist natürlich KI. Nun, welche Technologie? Man sieht Texterkennung, Bildererkennung, ich will nicht alles lesen, das ist ungefähr, was heute genutzt wird. Innerhalb der Bundesverwaltung, durch die verschiedenen Departemente. Eine andere interessante Sache, das ist, wer sind die Zielgruppe? Wieso macht man das? Wieso nutzt man KI? Man sieht, das ist noch sehr intern. Es gibt nur 4, die wirklich eine direkte Kontakt, kann man so sagen, mit der breiten Öffentlichkeit. Und ich würde auch sagen, man muss das nicht einfach so billig anschauen. Wir haben es für uns gesehen, wenn wir diese AHR-Statistik, wenn wir das in die Produktion genommen haben, glauben Sie mich, wenn ich sage, das sind Tonnen von Seiten, die geschrieben wurden, um
nicht um wirklich zu erklären, was wir machen und nachher, wie werden wir über die Zeit diese Algorithmen managen, das ist auch eine Sache, und wer ist für was verantwortlich. Das ist nicht einfach blind gemacht. Ja? Okay, dann vielleicht die Chancen und die Risiken. Ich hoffe, ich werde nicht zu viel Zeit verlieren über die Chancen. Ich habe eine Technologie, kann für gute oder schlechte genutzt werden. Das ist nicht neu, es wird nicht anders mit KI sein. Ich glaube, es gibt aber wirklich, man hat mit Paulina vorher gesehen, es gibt ein Potenzial, vielleicht ein bisschen die Administration zu reduzieren in gewisser Art und Weise. Man sieht auch zum Beispiel, man könnte das nutzen, um Probleme anzugehen, bevor sie auftauchen. Denken wir einmal an die Energiekrise oder Gaskrise. Vielleicht gibt es da ein gewisses Potenzial mit der Smart City. Es gibt auch Potenzial. Es gibt zig Anwendungsfälle. Ich könnte während einem Tag referieren und sie werden müde. Das bringt nicht sehr viel. Aber wir müssen auch die positiven Aspekte sehen. Es gibt ein Potenzial. Und wir müssen probieren, die zu nutzen, aber wir müssen auch einen gewissen Rahmen setzen. Okay. Nun, die Industrie, das kommt von der Industrie, diese drei Punkte. Es gibt auch Industrie, die das vielleicht mit einem anderen Blickwinkel das entwickeln wollen. Und da, ich glaube, hier, das ist die große Fragezeichen, ist, wo setzen wir Grenzen? Und um diese Grenzen zu setzen, haben wir Leute, die man gewählt hat. Und ich glaube, die sind dafür, sage ich, die geeignete Person, die geeignete Gruppe, um ein bisschen die Spielregeln zu definieren. Wenn wir es nicht tun, es gibt schon Risiken, die mit KI verbunden sind. Ich meine zum Beispiel die Privatsphäre, das heißt Gesichtserkennung, ist gut und schön, aber das ist ein, vielleicht sollte man das schon in irgendeiner Form wissen, wer macht was und nachher, was ist das Potenzial, wenn man beginnt zum Beispiel diese Information mit anderen Datenquellen zu verknüpfen. Das wäre hier ein Risiko. Man braucht einen politischen Diskurs in einer Demokratie und ich muss nicht erklären, was geschehen ist mit Cambridge Analytics. Das ist ein Beispiel, ich könnte noch x andere nennen. Und ich glaube, das müssen wir. Das nimmt mich am ersten. Ich hoffe, es wird heute, wir werden nicht nur über Algorithmen sprechen, sondern auch über das. Menschenrechte, Demokratie und der Rechtsstaat eng zusammen. Ja, ich muss Gas geben. Das haben Sie gelesen. Der Rest. Und jetzt, wir haben nichts gemacht beim Bund. Wir haben primär das CNAI, wir haben das Data Science Competence Center gegründet und wir haben eine Data Wissenschaft Strategie, es wurde verabschiedet vom Bundesrat. Diese Themen wurden adressiert, es gibt auch andere Strategien, by the way. Diese Themen wurden adressiert, es gab Folgeaufträge, wir arbeiten daran. Es ist nicht so, dass wir nicht gemacht haben, absolut nicht, aber es gibt noch Verbesserungspotenziale, ich denke zum Beispiel an die Literacy, das ist der erste Punkt, Bund, Kantone zusammen, meiner Meinung nach, sollten wirklich über Data Science Literacy, KI Literacy, Statistical Literacy, Data Literacy einen Schritt vorwärts machen. Man könnte über Zulassung sprechen, wie beschafft man, wann ist es erlaubt, wann ist es nicht erlaubt, etwas zu tun. Das Problem, das ist gut und schön. Aber man muss, wenn man etwas messen will, muss man eine Baseline haben. Und zurzeit die einzige Baseline, die wir wirklich haben, das sind diese KI-Richtlinien. Das heißt, man kann noch lange über Messung sprechen. Wenn man die Baseline nicht definiert hat, es wird ziemlich schwierig zu messen. Voilà. Und am Ende des Tages, meine Schlussfolgerung, das bedeutet nicht, dass ich diese Meinung teile. Es ist ein Thema, KI. Einige denken, wir müssen es regulieren. Der Bundesrat hat im Dezember gesagt, dass wir einen Rahmen, er hat dieses Text genehmigt, dass wir einen Rahmen geben müssen. Und ich möchte am Schluss, das wird mein letztes Wort sein,
drei Sachen sagen. Erstens, man muss verstehen, wenn man wirklich es verstehen, wenn man regulieren will, das Thema wirklich verstehen, sonst ist es einfach schwierig. Und mit KI ist es schwierig zu verstehen, als was geschieht. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache, Wissenschaft und Wirtschaft müssen einbezogen werden. Und die dritte Sache, dass wir müssen diese Innovation in der Schweiz nicht zu stark bremsen, nämlich zu enge Regeln definieren. Voilà. Ich hoffe, ich war nicht zu lang. Ich bin fertig.